Ja, Fakt ist erstmal, dass Hinterzarten immer vor Ort mit seinem OK eine ganz tolle Qualität anbietet, ganz tolle Wettkämpfe durchführt, nicht nur diesen Sommer Grand Prix, es waren ja auch letztes Jahr die Junioren-Weltmeisterschaften dort, wo definitiv ein Highlight für alle Junioren waren, für alle Sportler, die da vor Ort waren. Sponsoren braucht man natürlich immer, das ist vollkommen klar und hier setzt man, denke ich, auch auf Kontinuität. Sponsoren, die in Hinterzarten vor Ort sind, sind das in der Regel immer sehr lange, sehr kontinuierlich. Und man geht hier lange Partnerschaften ein. Und natürlich ist es auch zum Dritten historisch gewachsen. Hinterzarten ist eine Keimzelle des deutschen Skisprungs. Dort kommen sehr viele junge Talente her. Das war immer eine Hochburg, nicht nur zu Zeiten von Sven Hannawald und Martin Schmidt. Im Moment auch mit Pascal Bodmer. Es kommen wieder hochinteressante Leute aus dem Schwarzwald, aus Hinterzarten. Und das alles, denke ich mal, macht den Skisprungstandort Hinterzarten aus.